Gestern wieder Sternstunde im Deutschen Bundestag. Es ging um den Blackout, also quasi um die Grünen. Vor dem Atomausstieg von Rot-Grün im Jahr 2000 produzierten moderne deutsche Kernkraftwerke 30% unseres Stromes. Heute sind wir abhängig von veralteten französischen Kernkraftwerken, weil wir ja die modernen deutschen Kernkraftwerke ausgeschaltet haben. Diese veralteten französischen Kernkraftwerke produzieren aber gerade nicht genug Strom, den wir in Deutschland brauchen, weil wir ja unsere modernen Kernkraftwerke ausgeschaltet haben. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Wer ist schuld an der deutschen Strom- und Energieknappheit? Hören Sie selbst, das ist die Dame von den Grünen. Die zweite große Krise, in der die Energieversorgung Europas gerade ist, ist die miserable Verfügbarkeit der Atomkraftwerke in Frankreich. Atom ist die zweite große Krise, die wir gerade haben. Richtig gehört. Der Franzose ist schuld. Und 2 plus 2 ist 5. Strom speichern wir im Netz. Und die Betriebe gehen nicht insolvent. Die hören nur auf zu produzieren. Ich glaube, die Grünen sind verrückt. Einfach verrückt.